Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute Trades Fusion. Ich spiele heute mit der Gummihand, wie ihr schon überall seht und ihn jetzt auch hört. Jo. Es sind von Creator, von Leuten erstellte genau. Maps. Und die letzte Map ist sogar von dir. Ja, ich habe keine Ahnung, welches das ist, aber egal. Ja, wir legen mal los, würde ich sagen. Wir nehmen natürlich mal wieder die Pit Viper. Ja, in der letzten Zeit kam recht wenig. Es liegt bei mir ein bisschen Arbeit und so, macht Zeit. Beruflich. Ja. Bisschen schwierig. Okay. Ich hab... Warte, was muss ich tun? Das Ding balancieren. Ist es das? Ah! What the fuck? Ich fliege! Was ist unsere Begierde? Ich hab keine Ahnung. Ich hab die Map noch nicht gespielt. Was? Wieso bist du so weit geflogen? Was hast du getan? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie drauf gelandet und dann. Ich weiß nicht, muss man dieses Speedboot irgendwie treffen oder? Keine Ahnung, ja, das findet ihr. Was ist das denn jetzt? Ich hab einen Arsch, ich hab einen Feuerarsch. Ja, fand ich auch gut. Yippie! Komm. Aber wie macht man? So weit wie möglich kommst. So weit wie möglich. Wie macht man das? Ich hab keine Ahnung. Das ist geil. So. Ihr seht. Okay. Ich fliege. Hoppala. Ich auch. Ich habe aber keine Ahnung, wie weit ich damit fliege. Okay, ich war fast beim Ziel. Da gibt es irgendwie noch eine Map, also. Da ist irgendwas, wo man eigentlich landen soll, laut. Würde ich sagen. Da ist nämlich ja. So ein Looping. Ich lande aber ich bin schon wieder davor gelandet. Also das ist so ein Looping. Ja, ich weiß gerade nicht warum, aber bei mir denkt dieser Boost doch jetzt triggert er. Und jetzt geht er aus, Achtung. Scheiße. Also ich bin bei diesem Looping gelandet schon mal. Okay, sehr interessante Map. Bringt das was, wenn man nach oben schießt und dann weiter? Fliegt man dann weiter? Hab keine Ahnung. Nope. Also bis da, wo du gerade warst, bin ich auch schon hingekommen. Soweit weiß ich. Was ist unser... Nein! Ich bin sehr in die Looping reingekommen. Dem Typen habe ich zwei Maps gedownloadet, wenn die nächste genauso strange wird. Also das ist... Ich finde, es ist lustig, aber... Was muss ich tun, nachdem ich diesen Boost hatte? Keine Ahnung. Bei mir löst man den aus, ich will den auch in meine Maps einbauen. Gut, das war natürlich jetzt ein bisschen Fail. Wenn ich das wüsste, wie man das einbauen kann. Was? Ich bin vorm Ziel gecrashed, weil ich bei der Landung gestorben bin. Ich bin über diesen Box rübergekommen. Wie hat man sowas eigentlich? Wie?
Keine Ahnung. Okay, du hast den Looping geschafft, ich bin direkt reingeflogen. Interessant, interessant. Die ist strange, die ist freaking strange. Aber ich finde sie irgendwie interessant. Ja, irgendwie schon. Sagt was Interessantes. Vor allem die Luftsteuerung ist sehr amüsant. Wie lange nehmen wir wegen GTA? Ich glaube, das war nicht geplant. Falsche Richtung. Oh nein. Was denn? Im Looping überschlagen. Landest du dafür auf der Box oder wo landest du, wenn du den Looping nehmen willst? Genau rein. Einfach raufhalten oder wie? Ja, einfach reinfliegen. Wie in so eine Landing-Vorrichtung. So eine Landing-Position. Ich versuch das jetzt auch mal. Okay. Das war jetzt nicht ganz so funktionierend. Hab die Wand. Okay, Mann. Also vorhin bin ich irgendwie bis reingeflogen. Wie war der Flug angenehmer? Vorhin hatte ich irgendwie so einen perfekten Flug, da bin ich irgendwie. Ich glaube, ich explodiere. Man muss irgendwie mit dem Hinterreifen irgendwie so unten an dieser Kante hinten sein. Wenn ich dir sagen könnte, wie das funktioniert, wäre ich schon längst im Ziel und ich hätte es dir gesagt, aber. Also, dann triggert es bei mir zumindest immer. Ich fahre rein. Ich habe mich nicht getraut zu bremsen, sorry. Ach doch! Irgendjemand rammelt den Boden. So, das ist die nächste Map von dem, glaube ich sogar. Ja. Ich im sieht Kopf habe, war das ein... aus. Okay, ich habe schon mal den Sprung gar nicht. LOL, das Ding fährt! Die Plattform bewegt sich diesmal. Ich komme gar nicht auf die Plattform rauf. Auf dem Speedboat gecrashed. Erst mal auf dem zweiten Speedboat. Auf dem ersten. Und dann bin ich. Jetzt kommt der Boost nochmal, ich glaub's nicht. Ich komm zurück, Tim. Mann, immer wenn ich darauf fahre, stehen die Wellen so scheiße, dass ich da nicht rüberkomme. Was tust du da hinten? Hi. Hallo. Warum ist da hinten ein Checkpoint? Ja. Warte. Beim Looping ist einer. So weit war ich noch gar nicht. Mein Bike macht sich selbst in die Stelle. Das gibt's doch gar nicht.
Immer wenn ich da ankomme, stehen die Wellen so scheiße, dass ich da nicht rüberkomme. Okay, das war jetzt selber schuld. Okay, fahr rein, wenn du reinkommst. Ich muss jetzt mal hinfliegen. Alter, wie hoch müssen wir denn? Ja, genau, wir müssen über den Wolkenkratzer drüber. Ich hasse diese Kisten hasse ich irgendwie. Sag, wie viel jetzt hinkriegt, dass die schwimmen. Bei mir gehen die Dinger mal runter, wenn sie platzieren. Ja, bei mir im Editor schwimmen die. Dann will ich die Map testen. Cool, tschüss. Also wenn ich jetzt beim Ziel bin, einfach reinfliegen. Jawohl. Okay. So. Challenge accepted, first try. Nein, kurz vorm Checkpoint. Es gibt's nicht. Same. Oh, ups. Ich übe hier mehr Tricks als alles andere. Schon wieder an dieser Kiste gescheitert. Und Freiflug! Ich leg mich ein bisschen schlafen. Mach mal. Ich leg mich schlafen und trinke einen Schluck. Cheers. Goll. Mein Charakter rammelt die Treppe. Ja, meiner liegt ganz still und ruhig auf dem Bötchen. Ja, meiner rammelt eine Treppe. Yes. Was für ein Name. Yes! Wahrscheinlich ist das die Motivation, die passiert, wenn wir das Ziel nicht erreichen. Wahrscheinlich. Sieht interessant aus. Hä? Ich hab schon den ersten Sprung verkackt. Du. Hä? Oh, was nein. Das ist eine FMX-Map. Also da musst du Tricks machen, um weiterzukommen. Gut, da ich davon keine Ahnung habe. Der Typ ist so ballerballer. Fahr du mal rein. Ja, man muss auch dazu sagen, Dennis hat die Story ein bisschen mehr durchgespielt. Und ich weiß, wie sich die Dinge auch im echten Leben verhalten. Bedeutet, ich habe eine Erfahrung. Und ich bin Gamer, der zu Hause vorm PC hängt und sich über dieses Spiel aufregt. Soll ich rein? Danke. Ja, ja. Soll ich das war ein Scherz? Ich schlaf noch und ich sonne mich im Schatten. Es ist sonst nicht im Schatten. Boah, die Map ist geil, ey.
Ja, wenn man eine Ahnung davon hat, schon, aber wenn nicht, scheiße. Kurz gesagt, du musst deine Tastatur vergewaltigen dabei. Das tue ich so oder so schon. Was machst du da für Bewegungen, Digga? Frag Machst du einen dich. Po-Boogie-Boogie? Alter, dieser Hinterreifen. Ich bin schon weitergekommen als letzte Runde. Ich bin schon wieder weitergekommen. Okay, jetzt nicht. Ja, also wenn man das hier ins Ziel schafft, verstehe ich, warum die Map Yes heißt. Wenn er rammelt die Scheibe, ist das normal? Ja, das ist normal. Hallo? Ich wollte dich eigentlich nicht überholen, weil ich dachte, du bist schneller, aber. Was? Ich hab's ins Ziel geschafft? Yes! Was? die hatten wir doch jetzt erst, oder? Keine Ahnung. Ein Finished. Doch, die hatten wir. Ja. Das heißt nicht, dass ich sie deswegen kann. Die ist anders da. Der Sprung danach sieht anders aus irgendwie, oder? Nee, ich glaube nicht. Nein, das ist dieselbe Map. Ja, merke ich gerade. Oh, der Sprung. Soll ich rein oder noch warten? Charakter legt sich schlafen. Kannst rein. Wenn du es schaffst. Hab ich gerade schon mal gewählt. So kann man es auch machen. Willy! Dein Motorrad kommt mir entgegengerutscht. Ja, und ich lieg irgendwo da oben. Ah. Ich lege mich schlafen mit dem Motorrad zwischen den Beinen. Du schläfst wie Motorrad, meinst du? Seitlich auf dem Ständer und hinten raus leicht knatternd. Gut, ich sag dazu jetzt einfach mal nix. Okay, das war schon mal. So, Moment, wenn man sich denkt, habe ich das vorhin auch so gemacht oder habe ich das anders gemacht? Ich spare ja momentan auf so ein Motorrad, das darfst du ja im echten Leben ohne Führerschein fahren. Darauf spare ich gerade. Weil das Ding hat ja keine Straßenzulassung, nicht für den öffentlichen Verkehr geeignet. Ist wirklich nur für den Wald. Da spare ich halt drauf, aber das ist Gut. halt scheiße teuer. Das klappt schon mal nicht. Sabadabadu. Ach ja. Forest Run.
Lauf, Forest, Lauf. Lauf, Buche, Lauf, Fischstelle, Anni, halt, Hat funktioniert. Ich glaube, mein Motorrad wäre das hier mit mehr Feld. Ja, das Ding hat einfach viel zu viel Ballast. Ja, zu viel Balance. Ballast. Zu viel Ballast. Zu viel Ballast. Nimm ab, du fette Sau. Warte, hä? Wo war das Ziel? Dachte ich mir auch gerade. Vor allem das Geile war, du warst bei mir hinter mir. Wenn wir mit dem Ding überhaupt ein Wheelie machen. Geht das überhaupt mit dem Wheelie zu ziehen? Weiß ich nicht. Okay. Also ich dachte, man muss übers Auto rüber. Dachte ich auch, deswegen habe ich mich nach hinten gelehnt. Ich auch. Ich habe Oh, mich viel zu weit. irgendwie, Viel zu weit. ich habe mich darauf vorbereitet, dass ich übers Auto muss. Nein, man muss neu starten, wenn man verkackt. Ja, ich sehe es. Aber ich habe mich jetzt irgendwie darauf vorbereitet, dass ich übers Auto rüber muss. Dachte ich auch gerade. Deswegen schon total nach hinten gelehnt. Ich auch. So wenig Druck wie möglich auf den Vorderreifen zu bringen. Um dann da gemütlich rüberzukommen. Ja. Ich habe gedacht, wenn du jetzt bremst, legst du dich eh aufs Maul. Also bremsen oder draufhalten. Siehst du, was ich sehe im TS? Ja. Gut, dass wir hier sind. Warum, erzähle ich dir nachher. Das müssen nämlich die Zuschauer nicht wissen. Und falls sie es doch wissen wollen, ich fange jetzt nicht an mit gib mir Likes, aber mache ich auch nicht. Ich erzähle es euch einfach nicht. Andere YouTuber würden jetzt sagen, wenn dieses Video Likes schafft, erzähle ich euch diese Geschichte. Ja, und dann schaffen sie es alle, aber das Video, da können sie noch Jahre drauf warten. Nein! Frustrierend. Deswegen sage ich es gar nicht, weil ich es euch erst gar nicht erzählen werde. Und die wissen gar nicht, worum es geht. Bei mir würden sie es sehen, weil ich ein TS einblende. Ja. Bei mir aber nicht, also. Scheiße, oder? Ja. Hey, mach dich auf den aufs Fahrzeug bereit, Tim. Ja, ich habe mich schon mal nach hinten gelehnt. Hier muss ich ein bisschen langsamer fahren. Ich habe es vorhin verkackt.
Ja, weil ich nur mit dem Hinterreifen auf der Rampe gelandet bin. Es liegt jetzt, auch wenn Sie den TS sehen würden, das würde euch ja nicht sehr viel bringen, da ihr nicht die persönliche Story dahinter wisst. Ja. Also, selbst wenn ihr jetzt den TS sehen würdet und Per das die gesehen hättet. persönliche St Au, jetzt wird's böse. Die persönliche Story. Oh, schief. Ja, das erzähle ich dir gleich, wenn ich F9 gedrückt habe. Macht das mittlerweile mit Tastenkombinationen. Oh, geil. Bitte sag mir, dass ich hier noch ein paar Tricks reinlegen kann. Der Tricks wird nichts. Ach, das Steam-Map, ja, die kennen wir doch schon. Aber die Ja. Zuschauer natürlich nicht. Und verkackt. Es gibt's doch jetzt nicht. Na, warum mache ich denn diese Scheiße? Hopp. Und wieder runter. Sie liegen nun auf einem Stein. Ach, hast du einen Joint geraucht? Warum bist du stoned? Mann. Boah. Ich war jetzt kein Kommentar. Was mache ich hier gerade? Das weiß ich nicht. Gute Landung aber. Dafür rammel ich meinen Hinterreifen, ey. Macht Spaß. Wenn der keine Spikes hätte, ja. So, jetzt kommt Ich habe keine Dennis Ahnung, Map. welche von den 11 Millionen Maps das ist. Es ist Kann Nummer ich mich für. 6. Oh nein. Ich weiß, welche es ist. Ja, ich auch. Genau die, die ich nicht wollte. Ich will was trinken und fahre eine nicht. Fuck. Ich fahre schon mal los, wir sehen uns ja eh gleich wieder. Obwohl, nee, die ging eigentlich. Wie ging? Es war eine mit der harmlosen, die Nummer 8 war die schlimmste. Acht war die schlimmste, ja. Also, okay, aber ich lege mich trotzdem aufs Mal kurz vorm Checkpoint, wie immer. Wer kennt's nicht? Dann mache ich mir diesmal eine Challenge. Bei jeder guten Bodenwelle. Flip. Also, spielst du jetzt im Grunde genommen Luca? Du musst flip, flip, flip sagen, oder was? Aber jedem Sprung hier. Da hätte ich innerhalb von 3 Minuten Knoten im Gebiss. Knoten im Gebiss. Warum bei mir bist? Weil ich wahrscheinlich gerade gesehen habe, dass ich morgen Zahnarzttermin habe und ich das jetzt irgendwie eingebaut habe. Flip, 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 flip. Oh, ja. Scheiße. Genau, Frontflip. Hey, ich habe den nächsten Checkpoint erreicht. Hört sich an wie ein Rasenmäher. Achtung, Günther aus der Gärtnerei ist hinter dir her. Immer mit dem Rasenmäher, Teufel. Aber weil ich ja sagen kann, wenn ihr jetzt noch diese äußerst spannende Folge seht, wie wir den Berg runterheizen.
Könnt ihr ja gerne mal eine positive Bewertung da lassen. Ob es jetzt in der Form eines Kommentars oder einem Daumen ist, ist mir ziemlich egal. Aber so sehe ich einfach, dass es euch gefällt. Halt die Fresse. Sorry. ja, was wollte ich noch sagen? Hab ich hier aus dem Konzept gebracht? Ja. Und ja, wenn ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Würde mich sowas von freuen. Weil, ja, jetzt, man weiß ja nicht, wie lange das noch mit YouTube so ist. Und, naja, da, anderes Thema, heute nicht. Kann man irgendwann mal drüber sprechen. Ja, also ich rufe ab, ich glaube, das YouTube wird gar nicht abgesetzt. Ich glaube es auch nicht, deswegen. Aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mich unterstützt, auch wenn es nur mit einem positiven Kommentar ist. Da freue ich mich ziemlich drüber. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Wir haben zwar noch einen Durchlauf, aber hast du noch irgendwas zu sagen? Schon mal. Gut, das war's damit für Dennis' Beitrag. Ach nee. Okay, habe ich erst aufs Maul gelegt. Das war Instant Karma. Eine Sache, falls es eine bestimmte Person hier sieht, du hattest mich unter einem Video beleidigt und dann hatte sich jemand anders zurechtgestellt. Das haben wir auch schon in den Kommentaren geklärt, also nichts schlimm. Und ich finde es sehr nett und gut von dir, dass du dich auch entschuldigt hast, weil du musst halt auch gucken, was wirklich passiert ist eigentlich. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe es in anderen Videos gemacht und werde mich auch nochmal drum kümmern. Und ich finde es sehr, sehr nett, dass du dich auch deswegen entschuldigt hast, wegen deinem ursprünglichen Kommentar. Ja, das wollte ich nochmal kurz dazu loswerden, falls du es siehst. Schön sauber keinen Namen genannt. Stimmt's? Ja. Der, der es weiß, wird sich angesprochen fühlen. Kann er gerne, wenn er es noch hört, unter diesem Video kommentieren. Und für alle, die so neugierig sind, man findet es heraus. So viele Videos von mir haben keine Kommentare. Also für alle Neugierigen, sucht einfach. Immerhin gibt es dafür ja einen Filter. Ja. Meisten Kommentare. Deswegen, also wer es wirklich wissen will, kann es finden. Aber, falls du es siehst, ich weiß, dass du seitdem auch ein bisschen meine Videos verfolgst. Falls du es siehst, fand ich gute Aktion. Nein! Mann, ich crashe die ganze Zeit. Ich sollte nicht labern, ich sollte mich mehr aufs Spiel konzentrieren. Gerade so aufs Spiel konzentrieren. Halt die Klappe, Mann. Das war jetzt auf mich gerichtet, weil ich mich gerade auf einer Geraden aufs Maul gelegt habe, wo nichts kam. Achso. Aber es hätte auch an mich gerichtet sein können, weil ich mich kurz nachdem ich das gesagt habe, auch hingelegt habe. Krieg ich ja nicht mit? Ja doch, wenn ein Fail ansteigt, schon. Ich achte darauf. Hast du jetzt vor dem Ziel gewartet und bist dann gefailt? Nee, die Treppen waren mein Mysterium. Schön die Treppen runtergefahren und bei der letzten Stufe hat es mich ausgehebelt. Schön mal Wheelie ins Ziel. Und ja, mit diesem Ende und kleinem Statement würde ich sagen, das war's für diese Folge. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.